Bleib stehen, Mora! Ich bin fertig! Hier mussten auch leider wieder ein paar ehrenhafte Männer ihr Leben lassen. Das ist äußerst schade, aber es dient alles einem höheren Zweck, und zwar, dass unsere Kinder und Kindeskinder nicht mehr von diesen lästigen Orks belästigt werden. Na toll. Zwei Hiebe und der hat mich weggehauen. Das war jetzt irgendwie nicht sehr glorreich und nicht sehr heldenhaft. Irgendwie spielt gerade gar keine Musik. Doch, jetzt spielt Musik. Ha, eine Erleichterung. Wenn es auf einmal so ruhig ist, ist es beunruhigend. Sehr seltsam. Achso, jetzt spielt natürlich wieder die Violinmusik. Das ist klar. Das ist klar. Das heißt, ich werde erstmal nochmal eben ein Fleisch vermosen. Und dann werde ich mich auf in den Kampf machen. Hier werde ich's zeigen. Wem hast du's gezeigt? Ich mach dich fertig! Okay, dann einmal noch 6. So, und jetzt können wir mit geeinten Kräften gegen diese Idioten vorgehen. Dann F5. Und dann, ja, Tatsache, die Garde macht doch ordentlich, die heizt da ordentlich ein. So, versuch es. Komm her. Das war jetzt nicht so schlau, ich habe nämlich nicht geblockt. Gut gemacht! Es war ein Fehler. Oh, an der Spitze. Hier wird nicht gekämpft, klar? Lass dir das eine Lehre sein. Ich wollte den Sklaven auch gar nicht umbringen, weißt du? Weil ich den Sklaven nicht umbringen wollte und weil ich echt ein Freund von virtuellen Menschen bin, lade ich einfach nochmal kurz und dann haue ich den Orks nochmal eben ein auf die Rübe. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. So schlimm wird es ja schon nicht sein. Hoffe ich einfach mal, dass es so schlimm nicht sein wird. Ich frage mich auch gerade, welche Tageszeit wir haben. Jetzt bist du dran. Wir haben fast Tag. Das ist nicht so schön. Weil dann werden die Folgen wieder größer. Gut gemacht! Der Kampf wird nicht lange dauern! So, dann einmal F5 und dann noch die beiden letzten Orks hier. Beziehungsweise die drei, wenn man den da hinten mitzählt. So, der hat es verdient, da einfach mal runterzufallen. Und dann erledigen wir noch den letzten Ork. Die Garde hat eine coole Rüstung, muss ich zugeben, aber ich glaube, an die kommen wir nicht. Ich hasse es, wenn ich manchmal nicht blocke, wie ich solle. Ich glaube, ich habe da noch Heilzauber, ne? Gut gemacht! Ich esse jetzt einfach mal nicht zu viel. Damit,
Na toll, jetzt geht's gleich in den nächsten Kampf. Hallo, jetzt visier doch mal den Kack-Ork an. Bitteschön. Es ist unglaublich. Okay, ich warte wieder erst einen Moment und dann greife ich an. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der Ork da runterläuft und quasi die ganze Garde nach da unten zieht. Ich frage mich eigentlich auch, wo Georg ist. Der ist wahrscheinlich nicht so gut hinterhergekommen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Vielleicht hätte ich ihm vorher sagen sollen, er soll da warten. So, dann trinke ich einmal eine 5. Bleib stehen! Und dann verhindere ich jetzt einfach, dass er nach da unten geht. Jetzt übertreib's doch nicht gleich wieder. Sofort! Ich hasse das. Da muss ich einmal einen falschen treffen und dann ist er gleich total aggro, weißt du? Die schmeißen ihre Klingen einfach im Kampf um sich wie sonst was und dann treffe ich aus Versehen einmal ein, weil da einfach jemanden anvisiert. Und was ist? Ich bekomme gleich einen auf die Nuss. Das ist äußerst unschön. Äußerst unschön ist das. Jetzt bist du dran. So, das heißt noch einmal die 5. Bleib stehen. So, und dann rennst du bitte. Und dann visier mal bitte den Ork aus. An. Nicht aus. Weder aus noch auf, sondern an. Na toll, die rennen da trotzdem runter. Gut, dann will ich mal mich hinterher begeben. Was war das denn jetzt? Das war ja ein Megaschlag, den ich da gerade abbekommen habe. Das ist unfair. Da möchte ich doch glatt lieber nochmal laden, damit ihr diesen wunderbaren Ladebildschirm seht. Der ist echt toll. Ich frage mich, warum man das nicht schneller hingekriegt hat, dass man einfach schneller quick laden kann. Weil das ist echt ein bisschen nervig. Also dieser Ladebildschirm ist schon... Da können noch so viele tolle Bilder im Hintergrund sein. Der ist doch ein wenig ermüdend. So. Bleib stehen! Ich räume aber erstmal in aller Ruhe die Kiste aus, esse dann nochmal ein Fleisch. Ich hoffe, die Garde ist das, was man von ihr erwartet, wie sie königlich garden soll. Was ist eigentlich, wenn ich das Assassinschwert auswähle? Vergifte ich dann wirklich Gegner? Scheinbar irgendwie nicht. Ach Mensch. Irgendwie ist das, ja, sehr, sehr schwierig, habe ich das Gefühl. Hallo, rennen. Da kann ich eigentlich fast gleich nochmal laden, so schlecht wie das jetzt war. Aber dass auch die Sprint-Taste direkt auf der G-Taste liegen muss. So, dann F5 bitteschön und dann erledige ich noch den, der da im Haus ist, sofern das klappt. Dem hast du's gezeigt. Okay, ich habe nicht mal mehr Heiltränke.
Das ist irgendwie echt nicht so Premium, habe ich das Gefühl. Okay, aber... wenn du jetzt fertig gegessen hast, einmal bitte noch quicksaven. Das gibt auf jeden Fall viel Geld, was wir hier haben. Und die Garde kommt ihrem Namen wirklich nach. Die haut wirklich hier alles... schien mir jedenfalls bis eben so. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Dieser Ladebildschirm, ich, wenn dieses Projekt irgendwann vorbei ist, das, was ich am meisten vermissen werde, ist dieser Ladebildschirm. Es ist einfach so. Er ist so schön. Vor allem dauert er gar nicht lange. Gefühlt dauert er dann natürlich noch viel länger, als er eigentlich dauert. Einfach weil man gerade mitten im Kampf geschehen ist und auf einmal... dem hast du's gezeigt! Und auf einmal stirbt man und man muss den ganzen Ladebildschirm nochmal machen. Das ist schön. Der Ladebildschirm ist quasi das Einzige, was... okay, die... die Garde ist doch nicht so mega unbesiegbar, wie wir gerade gesehen haben. Da lag nämlich eine eben auf dem Boden. So, dann nochmal F5, bitteschön. Und dann esse ich hier langsam meine letzten Fleischreste. Tut mir leid, dass ihr für diese Sache sterben müsst, ihr lieben Guards-Leute, aber... das war so klar wie Kloßbrühe, dass ich das nicht überlebe. Das wusste ich schon von der ersten Sekunde meines Lebens an. Weißt du, da habe ich gerade so, als ich aus dem Bauch meiner Mutter genommen wurde, weil ich bin per Kaiserschnitt geboren, war es gerade so, dass ich gesagt habe, wenn ich mal Gothic 3 spiele, ne, dann werde ich an dieser Stelle sterben. Das wusste ich schon damals, das hatte ich schon im Mutterwasser, im Fruchtwasser heißt es. Okay, dann einmal F5. Das lief doch relativ gut dieses Mal. Ich probiere mal diesen Heilzauber aus. Hervorragend. Und dann nochmal F5. Und dann nehme ich natürlich wieder einen, der beschäftigt ist, damit ich da einfach hinten reinhauen kann in den Rücken. Und dann den noch. Dann noch den Kriegshelm, nachdem ich kurz gequicksaved habe. Und dann sind die hoffentlich bald alle... gehören die bald hoffentlich alle der Geschichte an. So. Da hat er nicht wieder geblockt. Wieder nicht geblockt, meine ich. Und dann einmal Quicksave. Und so langsam geht mir wirklich das Fleisch aus. Ich muss erst wieder nach draußen in die Außenwelt, ehe ich hier groß weitermachen kann. Ich frage mich auch, ob es nicht irgendwo einen Händler gibt, der mir sowas wie Fleisch verkauft oder so. Das wäre nämlich äußerst schön. Oh, eine Spitze. Oh, eine Spitze. Komm doch her.
Okay, so langsam machen die Wachen da auch ein bisschen schlapp. Die Wachen machen da echt langsam schlapp. Das ist irgendwie nicht sehr schön. Das heißt, ich muss erstmal 2x die 6. Und nicht 6x die 6. 6x die 6 ist nämlich was ganz anderes, wie vielleicht einige von früher noch wissen. So, das war's mit dir. Ja, auf Kosten aller hier. Ach du Heilige. Klingschaden 55 nur, aber Ordensschwert. Eine zweihändige Ausführung des Paladins. Aber macht mir halt zu wenig Schaden. Weil es auch abgenutzt ist natürlich. Ich würde gerne wissen, wie viel es macht, wenn es nicht abgenutzt wäre. Aber es ist abgenutzt. Ach, so viele gute Männer sind gefallen. Aber alles dafür, dass hier bald wieder Frieden herrsche. Paladin-Schild. Ich habe endlich einen neuen Schild. So viele gute Männer. Ist echt schade um die. Da unten ist, glaube ich, auch noch einer hingefallen. Doch nicht? Doch, da unten liegt er. Ich hasse diese Orks. Aber immerhin können wir ihnen mittlerweile ein bisschen Einhalt gebieten. Auch wenn wir jetzt sehr viele vermöbelt haben, muss man dazu ja sagen, so gern man da in Übermut ausschweifen würde, wir haben das nur geschafft, weil die anderen die ganze Zeit abgelenkt haben. Also ohne die anderen hätten wir da echt ein Problem gehabt. Also hat man ja gesehen, wenn wir alleine da standen, dann waren wir quasi im Eimer. Also dann hatten wir echt null Chancen. Uninteressant. Natürlich uninteressant. Unmöglich. Unmöglich. Zu schwer. Zu schwer. Was auch sonst, das hätte man ja gar nicht anders erwarten können, als dass es irgendwie anders ist. Gut, dann loote ich nochmal eben alle Sachen. Da kommt man auch nicht lang, ne? Da ist auch die, ja, da ist auch die Barriere. Aber da steht noch eine Kiste. Sollte ich vielleicht mal vorbeischneiden. Da ist irgendein Zelt. Ich frage mich, ob das den Orks gehört. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so ein Wegbelagerungszelt. Wie man es aus eventuellen Strategiespielen kennt, wo man das mal benutzt hat. Eine Flasche und ein Mana-Trank. Drei Heiltränke, hervorragend. Sehr gut, dass der die dabei hatte. Das frischt meinen Vorrat wirklich wieder ein bisschen auf. Ach, befreiter Sklave musste auch fallen, aber er ist wenigstens für was Gutes gefallen. Musste nicht im Joch der Orks sein Leben lassen. Das eben war schwarz, war das ein besonderes Kuschwarock oder sah das nur so aus? Ach Mensch, hier sind auch Tote. Aber wie viele Orks das sind, echt, das ist unglaublich. Ich glaube, die restliche Stadt können wir nicht einfach so mittlerweile momentan befreien. Das ist auch wieder ein abgenutztes Ordensschwert. Hier müssten auch noch Orks drin liegen, Tatsache. Ach ja, die ganzen Orks haben endlich das gekriegt, was sie verdienen. Was ich mich ja immer noch nur frage, warum Xardas, den man ja in den letzten Teilen wohl irgendwie scheinbar als Freund oder so hatte, warum der die Runenmagie abgeschafft hat und sich quasi mit den Orks verbündet hat. Aber das soll man sich wahrscheinlich auch fragen, warum das so ist. Mühlenstein. Ist gut, da muss ich gleich auch noch aufräumen. Dann haben wir hier noch ein... Zu schwer. Stabile Metalltruhe, schwere Schlösser knacken. Das muss ich auch noch lernen, stimmt. Aber dafür muss ich ja erstmal Diebeskunst lernen. Ein Orkschlechter, ein Holzschild. Nehme ich alles. So. Echt, Mann, haben wir hier viele Orks vernichtet. Also wirklich vernichtet. Die sind ja, die haben eine
erhebliche Niederlage erlitten. Das Problem ist, wir haben auch ziemlich viel einstecken müssen, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, aber ich kann es einfach nicht lassen, das zu erwähnen, weil es irgendwie, ja, es ist sehr unschön, dass wir auch so viele Verluste einstecken mussten. Vor allem so gute Männer. Der hat auch nochmal 3 Heiltränke, das ist sehr schön, das freut mich. Dann hier noch ein Krutschpatsch.